Das Wetter ist sehr bedrückend. Die Sonne war tagelang nicht zu sehen. Das wird sich auf deine Leute auswirken. Naja, entscheide dich. Da kennen wir keine Entscheidung. Alle Dorfbewohner verloren 10 Stimmung. Deine Leute halten das für ein schlechtes Omen. Alle sind im Moment etwas niedergeschlagen. Naja, gut. Können wir es auch nicht ändern. Meine Frau ist ja auch niedergeschlagen. Werden wir gleich sehen. Der Bernhard, was hat denn der? Der hat auch ein Quest, oder wie? Was hat er denn, der Bernhard? Der will bestimmt wieder Kuchen oder sowas. Nee, das gibt's jetzt nicht. Das können wir in der nächsten Tag machen. Jetzt gehen wir erstmal. Was haben wir denn hier für Quests? Der einzige ist hier der Bernhard. Na, das ist bestimmt Kuchen oder sowas. Machen wir können ja mal fragen, wo ist er denn? Hallo Bernhard. Wie geht es, kleiner Bär? Hast du schon versucht, etwas anzustellen? Das macht dir doch immer Freude. Mir ist langweilig. Ach so, was willst du denn? Armes Kerlchen. Er hat schon was angestellt. Ich habe ein paar Hühner erschreckt, eine Stunde mit Mama gestritten, bevor ich baden gegangen bin und sogar meine Knie abgeschürft, während ich versucht habe, auf einen Baum zu klettern. Nichts hilft. Armes Kerlchen. Könnte dir ein Spielzeug besorgen. Kannst du mir nicht helfen? Ja, das ist eine klasse Idee. Es wundert mich. Das ist hier was. Also, etwas Spannendes zum Spielen. Haben wir nicht solche Tierchen? Oder habe ich die in meiner Truhe? Die Holztierchen. Mal gucken. Herstelle. Da schauen wir mal, ob ich hier was einstecken kann. Seltsame Holzriechen. Ich nehme mal alle mit. Mal sehen, ob ich ihn damit begeistern kann. Bernhard, wo ist er denn? Wo ist denn der Bernhard? Ah, ist hier drin. Hallo. Sehr schön. Was hast du mir gegeben? Was hat er mir gegeben? Keine Ahnung. Ach so, habe ich ja nicht. Alles klar, gut. Auf Wiedersehen. Goodbye. Also mit den Holzrechen wird es nichts hier. Was Spannendes zum Spielen. Da müssen wir mal sehen, was das wird. So, ich habe noch in der letzten Abend noch 15 Messer gebaut. Die nehme ich jetzt mit. Die verkaufe ich. Was haben wir denn an einfachen Section drin? Fackeln. Die bringen doch nicht viele. Aber ich nehme mal welche mit. 15 Stück. Gut. Einfache Section. Nehme ich auch mal welche mit. Und nochmal 15. Ne, dann nehmen wir mal 13 Stück mit. Die Hälfte von dem, was ich angefertigt habe, was da liegt. So, und ich tue meine seltsamen Rechen, die ich wieder raus. Da müssen wir mal sehen, wo wir was zum Spielen herkriegen. Der Quest, der ist für mich ganz neu. So, wir gehen jetzt auf alle Fälle erstmal nach Gostovia. Wir haben neue Jahreszeit, da müssen wir wieder aufpassen hier durch den Wald. Ich hätte mir vielleicht noch was zu essen mitnehmen, oder? Ich flitze mal noch fix zurück. Ich renne ja wieder los, nichts zu essen, was zu trinken. In Trinkschlauch haben wir aufgefüllt.
Aber wir haben uns nichts zu essen eingepackt. Man weiß ja nie, wie lange das dort vorne dauert. So, dann nehmen wir mal... F. Nee, doch nicht alles. Nee, nee, nee. Raus hier. Nochmal hier rein, das war jetzt falsch. So. Jetzt zwei nehmen wir mit, oder? Ja, bestätigen. Zwei erreichen uns. So, jetzt geht's aber los. Was ist jetzt? Gostopia, Albin, wir kommen. So, müssen wir nochmal aufpassen hier durch den Wald. Neue Jahreszeit. Neue Banditen unterwegs. Aber ich glaube nicht, dass jetzt wieder welche hier oben sind. Zweimal hintereinander glaube ich nicht. Aber wir... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Kennt ihr ja. Hühner gehen wir noch kaufen. In Borobor. Also hier ist erstmal nichts los. Jetzt müssen wir bloß noch hier vorne aufpassen. Ob da welche rumlungern. Aber die sind ja dann wohl mehr hier oben. Ist hier was an unserem Wagen? Der Wagen ist geplündert, da ist nichts. Und hier lungern auch keine rum, oder? Sind hier irgendwo Banditen? Nö. Mm-mm. Nein, sind auch keine. So, hier auf den Weg müssen wir mal aufpassen, ob hier wieder irgendwo was am Wegesrand rumliegt. Hier vorne liegt wieder mal ein Wagen mit Brandgut. Neues Gebäude im Stall. Wieso ist jetzt ein neues Gebäude freigeschalten? Weil ich so viel gelaufen bin oder was? Keine Ahnung. Plötzlich ist ein neues Gebäude freigeschaltet. Birnenwein und Roggenbrot. Und ein Roggenbrot nehmen wir natürlich auch mit. Haben wir sonst hier noch was? Die Fackelhammer aufgehoben. Eine Steinaxt, wollte ich gerade sagen, die liegt doch hier auch immer rum. Naja, wenigstens was. Können wir verkaufen. Roggenbrot essen wir selber. Birnenwein nehmen wir mit nach Hause. Oder wir verkaufen den im Gostopia an der Kneipe. Kommt jetzt drauf an, ob wir Geschenke kaufen können. Ich hoffe mal, dass wir endlich mal einen Geschenkehändler in Gostopia haben. Wir können übrigens mal in den... In auch Technologie haben wir auch was freigeschaltet. Alles klar, in unser Tagebuch gucken. Etwas Spannendes zum Spielen. Diese Jugend von heute. Hätte ich meinen Vater nach einem Spielzeug gefragt, hätte er wissen sollen, was stimmt nicht mit... Was? Mit deinem Klumpenmoos. Stöcke, Steine und leere Bierflaschen waren meine Spielzeuge.
Eine Stoffpuppe brauchen wir. Alles klar. Wo kriege ich jetzt eine Stoffpuppe her? Gut, müssen wir mal sehen. Eine Stoffpuppe. Wo können wir eine Stoffpuppe kaufen? Selber eine basteln oder was? Keine Ahnung. Wir haben noch den ganzen Herbstzeit. Und noch eine extra Jahreszeit. So, wir brauchen auch noch einen jungen Mann. Hier sitzen bloß die Mädels. Na ja, den kann den Subirat braucht er gar nicht anzusprechen. Der schläft ja schon wieder. Und der Bernadette guckt ihn auch schon so komisch von der Seite an. How can I help you? 25. Oh, 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 oh. Ja, ich guck erstmal noch, ob ich noch jemanden anders finde. Alles klar. See you soon. Ja, ja, mach's gut, mein Freund. Du bist zu verschlafen. Hallo Blanca, zeig mir deine Ware. Whatever you need, I've got it. Die wird keine Stoffpuppe haben hier, das glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo sie eine Stoffpuppe herkriegen soll. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben, wo man eine Stoffpuppe herkriegt. So, aber dir verkaufe ich erstmal den Birnenwein. Den brauche ich erstmal nicht. So, dann habe ich ein Brett gefunden, das kriegst du auch. Ein Pilzenkraut. Was habe ich denn noch gefunden? 13 einfache Säckchen bringe ich dir mit. Die kann ich doch auch noch verkaufen. Ja. Dann Fackeln. 15 Fackeln. Was habe ich noch mitgebracht? Steinmesser. Das eine kriegst du, F. Und dann noch weitere 14. Gut, und ich habe ein 100%iges Wiedereinstecken. Ein Steinpilz, den ich gefunden habe, siehst du? Die zwei Tollkirschen verkaufe ich dir auch. Und eine wunderschöne Wegwarte. So, jetzt habe ich 17.042. Mach's gut. So, wo kriege ich eine Stoffpuppe her? Das ist jetzt auch egal. Jetzt werden wir erst einmal den Alvin. Der steht unten, alles klar. Ah ja, Alvin. Ich werde aber erst einmal einen Probeschuss machen. Und zwar nicht von hier. Wir brauchen eine gewisse Entfernung. Hier unten liegt auch schon wieder Zeug. Ein Brett. Und was ist in dem Fass drin? Mehl. Das Mehl nehmen wir raus, natürlich. Hier ist noch ein Fass. Nochmal Mehl. Gut. So, jetzt schauen wir mal. So, wir gehen mal weiter hinter hier und hier. Schmeißen mal die drei Steine weg. So. Da, wo die drei Steine liegen, von dort aus schießen wir. So. Und da schauen wir mal. Wenn wir schießen. Und dann sprechen wir mit Alvin. Du musst erstmal einen Probeschuss machen.
Genauigkeit 50%, also müssen wir höher anlegen, denke ich mir. Genauigkeit 87%, also noch ein Stück höher. Noch ein Stück höher. Was? Plus 22%, das ist aber jetzt zu hoch. Jetzt muss ich mir die Sache angucken. So, ist wieder von dort hinten. Dann machen wir jetzt einen Schuss und dann werden wir ja sehen. Prozent. 43 Meter. Der ist etwas zu hoch. Alles klar. Da werden wir nochmal einen Schuss machen. Prozent. Alles klar. Jetzt wissen wir, wie wir anlegen müssen. So, Alwin, wir sind bereit. Hallo, wie kommst du mit deinem Training voran? Ich wette, ich kann dich jetzt schlagen. Oh, wie zuversichtlich. In Ordnung, ich nehme die Wette ran. Worum geht's? Es geht um 100 Münzen. Wir haben 3 Schüsse. Derjenige, der mehr Punkte erhält, gewinnt. Nimmst du an? Sicher, fangen wir an. Ich habe 64 Punkte erhalten. Jetzt bist du dran. Schau zu und lerne. So. Hallo? Jawohl. Wer ist der größte, beste Meisterschütze im ganzen Tal? Bilde dir nicht so viel darauf ein. Du hast jetzt viel mehr Erfahrung als ich. Sicher, sicher. Und jetzt meine Belohnung. Du wirst schon sehen, ich werde noch mehr üben und am Ende werde ich dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Ist mir recht? Ob das dir wirklich gelingt, das werden wir wohl bei der nächsten Gelegenheit sehen. Gut. Warte auf die nächste Jahreszeit. Das willst du im Winter oder was? Mach's gut, Alwin. Ah ja, das war wohl nix. Kennst du einen Satz mit X?
Das war wohl nix. So, gut. Aber jetzt muss ich... Wo kriege ich die halt die Stoffpuppe her? Das werden wir schon raus. Das heute auf alle Fälle mal nicht. Ich gehe... Habe ich überhaupt meine Pfeile wieder mitgenommen? Nö, die hole ich mir jetzt erst. Ich hole erstmal meine Pfeile wieder. Ja, ja, es steht auch Alvin dort und deprimiert. Üb lieber ein bisschen, mein Freund. Gut. Ich werde mal meine anderen Pfeile wieder entsockeln und wieder sockeln. Wie viel habe ich denn? Dein Pfeil. Du machst. Entsockeln und jetzt zockeln wir sie wieder alle, alles klar. Habe ich wieder 19 Pfeile im Köcher. Und jetzt geht's hinüber nach Borowod zur Inga. Also hier sitzt eine Schlaftablette, die kann man nicht mitnehmen. Den nehmen wir auf keinen Fall mit. Jetzt schauen wir mal rüber nach Borowod, er wird wer da rum sitzt. Wir schwimmen lieber, da werden wir gleich mal ein bisschen sauber. Und hier noch gleich mal ein bisschen Wasser trinken. Und abtauchen. Perfekt. Irgendwo müssen wir doch so eine Puppe her. Kriegen wir hin. So, jetzt gehen wir zur Inga. Ich hoffe, dass sie diesmal auch Inga heißt. Wo ist sie denn? ...1125 kostet so eine Henne. Brauchen wir einen Hahn. Habt ihr keinen Hahn? Der ist hier drin. Der Wicht kostet auch 1125. Alles klar. Die Inga, so Ansprechpartner. Zeigen. Mach's gut. Wo ist er, der Hahn? Der gallische Hahn, wo ist er? Weg. Wo ist denn der Hahn? Ah, hier ist er. Den kaufe ich. Bleibt mir. Bleibt mir nichts weiter übrig. Den Hahn, der kommt in den Hühnerstall. Slot F. Gut. Dann nehmen wir hier so ein weißes Huhn. Kommt auch in den Hühnerstall. F. Nehmen wir noch eine Henne oder? Ne, wir nehmen zwei Küken mit. F, das ist. Zweite Klubbe in Hahn. So, was haben wir hier noch eben? Noch ein Küken. Weibchen. Genau, das nehmen wir auch noch mit. Auch in den Hühnerstall. Gut, das war's, das reicht. So, jetzt haben wir noch 13.000, alles klar. So, dann geht's wieder nach Hause. Achso, ich wollte hier gucken, ob ich ja noch jemanden finde. Da haben wir die Nimir, der ist 24. Sobibor, 25. Also das, den kann ich nicht nehmen, alles klar. Wer bist du? Stanibor. Der ist 21. Mhm. Ich glaube, du bist der passend, oder? Arnold, der Arnold. 27. Nee, mach's gut, du bist der Zeit.
Stannybor, nimm mal mit. Ich bin gerade dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Alles klar, großartig sind wir uns dort. Alles klar. Jetzt haben wir den. So. Bitte. Ich gehe mal hier hinter. Da hinten liegt nämlich auch manchmal noch Zeug rum. Schau mal, ob hier was rumliegt. Ah, seht ihr, hier liegen schon wieder die Bierflaschen rum. Da waren die Jugendlichen schon wieder unterwegs. Schon wieder eine Fete gefeiert in der Hose. Wer ist hier ins Wasser gegangen? Nicht da, nicht da. Da vermisst einer seine Hosen. Nehmen wir gleich mal wieder noch ein paar Ästchen mit. Wir stehen nämlich gerade solche Schönen, damit wir wieder ein paar Messer machen können. Oder Äxte. Aber ich denke mir, das werden Messer werden. Vielleicht verkaufen wir hier auch noch welche. Stecker haben wir schon wieder 61. Da holen wir uns vorne noch Steine. Da können wir schon wieder 40 Steine, 20 Messer und da haben wir schon wieder was reingeholt. Wie viel haben wir? 86 Stöcke haben wir jetzt. 100 Stöcke brauchen wir. Haben wir schon. So. Jetzt gehen wir weiter. Hier, oh, hier liegen noch die Steine schon wieder rum. Auf wie sie hier irgendwie gesät. So, ne, da bauen wir doch gleich weg mal noch ein paar Messer. Da haben wir schon 23 Steine, ne, bitte haut doch hin hier. So, gut. Das wären gleich mal 40 Messer. 20 Messer, Entschuldigung. Genau. Und die verkaufen wir gleich dem Falibor. Ich hoffe, dass wir den noch in seiner Hütte antreffen, in seiner Werkstatt. Nee, der ist schon fort. Da ist er doch. Hallo, Falibor, zeig mir deine Ware. Ja, 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 ja. Ich habe ja auch noch 20 Messer für dich gebaut.
400 Geld. Dann kriegst du noch ein paar Steinpilze von mir. Dann kriegst du noch die 8 Blöcke, die ich zu viel habe. Dann 2 Weizenbier verkaufe ich dir. So, was habe ich denn noch drin? Die Steinaxt, die ich gefunden habe, die kannst du auch kriegen. Das Mehl, das brauche ich nicht. Das Johanniskraut kriegst du auch. Die eine Hose, die hier verkaufe ich dir. So, ich nehme die 100%ige. Die ziehe ich gleich an, sonst habe ich meine Hose verkauft. Edelreiziger. Das Brett. Und die eine Bierflasche. Alles klar. Mach's gut. So, und ich ziehe erstmal fix die Hose an, nicht dass ich ja wie ein Spanner rumlaufe ohne Hose. Das geht ja wohl nicht. Wo ist die Hose? Hier. F. Alles klar, meine Freunde. Das war's dann. Ich gehe jetzt nach Hause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir noch bestimmt noch ein Haus bauen und ich denke mir noch einen Stall dazu und da holen wir uns noch ein paar Leute. Alles klar. Ich sag dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.